Am Wort ist Magister Christian Racker. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Frau Ministerin, in aller Kürze, ich möchte nicht zusätzlich noch etwas verlängern. Es gibt natürlich eine breite Mehrheit zur Verlängerung dieser Corona-Regelungen, weil ich sehe es auch selbst an der Bilanzerstellung der Steuerberater, es notwendig ist, dass man das Gesetz erstreckt und aufgrund der Viren der Corona-Tage hier sowohl mehrere in verschiedenen einzelnen Gesetzesmaterien vorzunehmende Novellierungen und Verlängerungen vornimmt, wie zum Beispiel bei den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern eine Verlängerung bis 30. Juni 2022, bei den Änderungen des Zivil- und Mediengesetzes ebenfalls und vor allem, wo es sehr problematisch und für unseres Erachtens auch im Gesellschaftsrecht sehr problematisch erscheint, im Bereich der GmbH und der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. Hier vor allem, dass man in diesem Bereich auch unter anderem Videoeinschaltungen heranziehen kann, die nicht unproblematisch sind, vor allem bei Hauptversammlungen. Daher sprechen auch unsere Bedenken dafür. Ich möchte aber trotzdem auch diesen Tagesordnungspunkt nutzen, um einzigartig darauf hinzuweisen, dass es einfach unbegreiflich ist, was sich gerade in österreichischer Lage abspielt, und noch einmal darauf hinweisen, dass es einen offenen Brief an den Präsidenten der österreichischen Ärztekammer gegeben hat und es über 150 Unterschriften von Ärztinnen und Ärzten gegeben hat und die jetzt mit derartigen massiven Repressalien zu rechnen haben, dass sogar heute der erste Arzt, Dr. Andreas Sönnigsen, und ich nenne ihn beim Namen, einfach suspendiert worden ist, weil er sich einfach erlaubt hat, seine Meinungsfreiheit auszuüben. Und dahergehend ist er nicht nur suspendiert worden, und darüber hinaus noch auch zwei weitere Ärzte. Und wenn das der Fall ist, dass hier in Österreich es so weit an der Tagesordnung ist, dass wir nicht mehr unsere eigene Meinung sagen müssen, dann sind wir in einem totalitären Staat angekommen. Christian Racker von der FPÖ kritisiert die seiner Meinung nach nicht vorhandene Meinungsfreiheit bei Ärzten, die sich kritisch zu den Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona äußern.